Hallo und herzlich willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ich bin Jamie von Jamie's Code und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr die neuen durchsuchbaren Dropdown-Felder in Excel nutzen könnt. Außerdem werde ich euch noch einige Tipps geben, wie ihr diese benutzerfreundlichen Dropdown-Felder noch benutzerfreundlicher macht. Und wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt, dann werde ich euch auch noch eine Neuerung zeigen, die ich erst selber festgestellt habe, als ich das Video erstellt habe. Also dann, lasst uns keine Zeit verlieren und starten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Los geht's! Ich habe hier eine Liste mit Namen und aus diesen möchte ich jetzt das Dropdown-Feld erzeugen. Und dafür gehen wir folgendermaßen vor. Ich klicke also auf die Zelle, die das Dropdown-Feld enthalten soll, gehe dann auf der Registerkarte Daten, bei Datentools auf Datenüberprüfung. Und hier möchte ich jetzt nicht jeden Wert zulassen, sondern nur eine Liste. Und jetzt kann ich mit der Maus die Werte hier auswählen, mit OK bestätigen und schon habe ich hier das Dropdown-Feld erzeugt. Und jetzt kommen wir mal zur Neuerung. Wenn ich hier in der Zelle jetzt ein A eintrage, werden mir nur die Werte angezeigt, die entweder im Vor- oder im Nachnamen ein A enthalten. Und mit den Pfeiltasten kann ich jetzt hier hoch und runter gehen und mit der Tab-Taste einen Eintrag auswählen. So einfach konnten wir jetzt dieses durchsuchbare Dropdown-Feld erstellen. Vorher war das nur mit komplizierteren Formeln möglich. Ich werde euch ein Video dazu mal oben in der Ecke verlinken. So, und jetzt möchte ich euch noch einige Tipps zeigen, wie ihr euer Dropdown-Feld noch benutzerfreundlicher macht. Als erstes solltet ihr dazu eure Ausgangstabelle hier als intelligente Tabelle formatieren und dafür klicke ich irgendwo in den Bereich, drücke dann STRG T auf die Tastatur und bestätige hier mit OK und schon habe ich hier eine intelligente Tabelle erzeugt. Und jetzt werden wir das Dropdown-Feld nochmal neu einrichten, dafür gehe ich wieder auf Daten, Datentools, Datenüberprüfung und wähle jetzt hier als Quelle meine Tabelle aus. Bestätige jetzt mit OK und nun stelle ich sicher, dass wenn ich neue Einträge meiner Tabelle hinzufüge, diese auch sofort im Dropdown-Feld mit dargestellt werden. Wenn eure Ausgangstabelle sich auf einem anderen Tabellenblatt befindet, müsst ihr noch einen extra Schritt gehen und wie das funktioniert, zeige ich euch in einem anderen Video, auch das werde ich euch oben in der Ecke verlinken. Und das funktioniert jetzt natürlich auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich meine Tabelle verkleinere und einen Eintrag lösche, wird diese auch nicht mehr hier in meiner Dropdown-Liste dargestellt. Und dann finde ich es gerade bei langen Auswahllisten sehr angenehm, wenn diese hier sortiert dargestellt werden. Das erhöht einfach die Übersichtlichkeit. Und das können wir realisieren mit der Sortieren-Funktion in Excel. Und hier müssen wir jetzt als erstes mal die Matrix übergeben, die sortiert werden soll, in unserem Fall hier die Teilnehmer. Und da alle weiteren Argumente optional sind, müssen wir sie in diesem Fall gar nicht übergeben. Dann kann ich die Klammer schon schließen und mit Enter bestätigen. Und schon habe ich hier eine dynamische Ergebnisliste erzeugt, die sich immer dann aktualisiert, wenn etwas an der Ausgangsliste geändert wird. Und diese kann ich jetzt auch als Quelle für mein Dropdown-Feld auswählen. Dafür gehe ich hier rauf, gehe dann auf Datentools, Datenüberprüfung. Und um jetzt diese gesamte Ergebnisliste auszuwählen, klicke ich auf den ersten Wert und setze dann das Raute-Symbol dahinter. Und somit habe ich dann immer den gesamten Ergebnisbereich ausgewählt, egal wie lange er dann sein sollte. Dann bestätige ich mit OK. Und schon habe ich jetzt hier die neue Dropdown-Liste. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt hier der Ausgangsliste einen Wert hinzufüge, wird dieser sofort hier in der Ergebnisliste sortiert und ist dann auch in meinem Dropdown-Feld genau an der richtigen Stelle sichtbar. Möglicherweise ist euch aufgefallen, dass einige Namen hier in der Ausgangstabelle doppelt vorkommen. Wenn wir uns allerdings mal die Dropdown-Liste hier aufrufen, werden wir sehen, dass keine Duplikate vorhanden sind. Also Excel hat die Duplikate hier in der Liste einfach entfernt und das ist auf jeden Fall auch eine Neuerung. Falls es bei euch nicht der Fall sein sollte, könnt ihr die Duplikate hier aus dieser Liste ganz einfach mit der Eindeutig-Funktion entfernen. Auch das ist eine dynamische neue Funktion in Excel und dieser muss man die Matrix übergeben, wo die Duplikate entfernt werden sollen. In unserem Fall ist es ja genau diese Liste hier. Und in diesem Beispiel müssen wir keine weiteren Argumente übergeben, können einfach die Klammer schließen, mit Enter bestätigen und schon werden die Duplikate hier entfernt.
Da sie in unserer Dropdown-Liste sowieso schon nicht mehr vorhanden waren, ändert sich hier an dieser Stelle nichts. Und ich finde auch, das ist eine super Neuerung hier bei Dropdown-Feldern, die diese auf jeden Fall benutzerfreundlicher machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet noch was lernen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und abonniert auch gerne diesen Kanal, wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Teilt das Video gerne mit euren Freunden und Kollegen, wenn es für sie interessant sein könnte. Und dann bedanke ich mich jetzt sehr herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!